S-Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute, wie immer mittwochs, eine freie Themennacht, eine offene Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. So könnt ihr uns erreichen hier in Köln. Und ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Sven und Sven ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, na, es mag vielleicht ein bisschen perplex klingen, aber ich habe seit etwas mehr als einem Jahr eine Freundin und seit 2 Wochen eine Bekannte, mit der ich gestern beschlossen habe, ebenfalls eine Beziehung zu führen. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht ganz normal ist, auch wenn es häufig vorkommt, aber auch wir haben vor, demnächst miteinander zu schlafen und ich weiß eigentlich, dass das gar nicht in Ordnung ist. Also diese neue Frau, die kennst du seit 2 Wochen. Und ihr habt jetzt beschlossen, einfach so per Beschluss, wir werden jetzt auch zusammen sein. Oder? Ja, das haben wir miteinander beschlossen. Also ich habe sie einfach gefragt, ob sie ein klein wenig in mich verliebt ist und Das hat sie dann eingeräumt und dann haben wir halt darüber gesprochen und sind halt letzten Endes auf den Entschluss gekommen. Und habt ihr gedacht, gut, dann werden wir jetzt beschließen, wir bleiben mal zusammen. Weiß sie denn, dass du auch schon in einer festen Beziehung hängst? Das habe ich ihr gesagt, sie hat meine feste Beziehung sogar persönlich kennenlernen können. Da wusste aber noch keiner von uns beiden, dass ich das herauskristallisieren würde. Aber die feste Beziehung weiß noch nichts von dieser neuen Frau. Genau so ist es. So, welche Frage stellt sich jetzt für dich? Ja, die Frage stellt sich jetzt für mich, also ich habe aufgrund dessen festgestellt, ich liebe zwar die Freundin, mit der ich schon seit über einem Jahr zusammen bin, aber ich weiß nicht, ob das, was ich als Liebe empfinden kann, reicht, um zu sagen, kann ich die komplette Beziehung halten oder nehme ich beide, nehme ich eine von beiden oder sogar keine von beiden. Ich bin also ein bisschen tierisch durch den Wind. Andererseits empfinde ich aber in dem Gedanken daran, mit der anderen, wenn ich sie jetzt am Freitag treffe, was zu machen, absolut keine Reue. Also zumindest jetzt gefühlsmäßig nicht. Ja, ich hatte es gerade anfänglich so verstanden, als würdest du sagen wollen, mein Herz ist so groß und da ist so viel Liebe, das muss ich an zwei Frauen verteilen. So kann man sagen, ja. Ja, also ich wundere mich, dass du da so pragmatisch dran gehst. Hast du kein schlechtes Gewissen deiner Hauptfrau gegenüber? Ja, also wenn ich jetzt in dem Moment daran denke, eigentlich nicht. Und hier, das traue ich mich jetzt auch nur, weil ich weiß, dass sie jetzt schläft. Weil die hat morgen Frühschicht, die muss um 5 Uhr wieder aufstehen. Die kann ich das gar nicht erlauben. Und diese neue Frau, der wäre das egal, wenn sie die Dritte im Bunde wäre? Also ich habe mit ihr darüber gesprochen und wenn sie was dagegen hätte, dann denke ich, hätte sie den Schritt zu der Beziehung nicht mit mir gegangen. Wir wollen noch nicht über eine Beziehung sprechen. Ihr kennt euch erst 2 Wochen. Ja, ne? Wir wollen da vorsichtig sein. Mit Beziehung, das ist dann schon ein anderes Kaliber. Ja, wir haben vor, dass es in die Richtung geht und am Freitag ist eben halt dieses... Da ist der Tag des ersten Geschlechtskontaktes geplant. So ist es, ja. So ist es. Ja, ihr habt das auch so beschlossen, ne? Dass ja dann am Freitag zum ersten Mal soll es dann schnackeln. Also wir haben das wirklich tatsächlich so geplant. Wie es letzten Endes sein wird, das ist... Weiß man natürlich nie, aber die vorgesehen ist es so, ne? Vorgesehen ist es so, ja. Ja, also es hört sich jetzt in der Tat echt ein bisschen dumm an, wie man sowas überhaupt planen kann, weil entweder passiert sowas oder es passiert nicht, ich weiß. Ihr habt aber noch nicht die Kaffeefahrten für eure Rente geplant. Nein, das haben wir noch nicht. Na, da bin ich beruhigt. Ja, Sven, kannst du doch nicht machen. Über was reden wir hier? Ja. Du kannst doch nicht so gezielt den Betrug an deiner Freundin organisieren. Oder du musst mit offenen Karten spielen und es ihr sagen, in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht auch drauf einlässt. Ich weiß ja nicht, wie sie so gestrickt ist. Aber ja, wie stellst du dir das vor? Willst du dann parallel eine geheime Beziehung laufen lassen, oder wie?
Ja gut, also Hintergrund ist ja meine Freundin, mit der ich jetzt schon seit über einem Jahr zusammen bin, mit der klappt das sexuell nicht so ganz wirklich 100% und auch so hat sie etliche Macken, wo mich auch schon viele gefragt haben, wo sie denn herkäme und da habe ich mich auch irgendwo ein bisschen für geschämt und dennoch bin ich der Meinung, dass ich das so weiterlaufen lassen sollte und die ich jetzt kennengelernt habe, also die ist mir ins Auge gesprungen und die hat mir auch Angebote gemacht, die sowas von verlockend sind, da denke ich mir, boah, das ist das genaue Gegenteil von ihr. Was für ein Angebot? Was sag mir ein Angebot, was so verlockend ist, was man aussprechen kann im Fernsehen und im Radio. Ein Angebot, was man aussprechen kann im Fernsehen und im Radio, ja. Wie wäre es mit einem Kennenlernen und da wird auch mehr sein, sagen wir es so. Ja, das ist ja nur sehr harmlos. Also es ging schon ein bisschen unter die Gürtellinie. Das schon, auf jeden Fall. Und das hat dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Das in jedem Fall, ja. Weil sie halt speziell Punkte genannt hat, auf die meine Freundin auch in ihrer Fantasie nie kämen würde. Sag einen Punkt, so unter uns jetzt. Ein Punkt, ja. So unter uns jetzt, unter Millionen von Hörern. Ein Punkt unter uns, das wäre zum Beispiel Fantasien im sexuellen Bereich. Ja, soweit war ich auch schon, hatte ich mir gedacht. Welche Fantasien? Sag ein Pünktchen. Fantasien, Sex unter Einsatz von Gegenständen. Oh, ich erahne es. Ja. Also die genau. ganz perverse Nummer. Um Gottes Willen, nein. So schlimm dann doch nein, nicht. Natürlich, du pervers klingst du ja auch nicht. Kann es sein, dass du auch feige bist, dich von deiner Hauptfrau zu trennen? Und ein bisschen bequem, weil du dich auch vielleicht irgendwie ein bisschen verwöhnen lässt von der und das ganz angenehm ist? Kann das sein? Das muss ich leider zugeben, da bin ich echt zu feige für. Ich habe immer den weichen Kern. Ich war noch nie der Typ, der einfach sagen kann, so tschüss, war schön mit dir, aber bringt nichts da haben mehr. Also ich habe ja gerade so eher ein bisschen Kritik oder sehr viel Kritik rausgehört an deiner Hauptfreundin. Sodass, wenn ich dich jetzt knallhart fragen würde, liebst du sie? Käme welche Antwort? Ja, eigentlich ja. Also doch sehr gequält eher. Ja, eben halt wegen dieser Situation, dass halt einiges nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber okay. Trotzdem liebe ich sie wiederum. Ja. Vielleicht gerade deshalb, ich weiß es nicht. Ja. Also, vielleicht solltest du dir erstmal richtig Gedanken machen darüber, wie ist diese Beziehung zu deiner Freundin, mit der du über ein Jahr schon zusammen bist. Mhm. Bin ich damit zufrieden oder bin ich letztendlich vielleicht doch nicht zufrieden und die Bedenken sind so groß, dass es eigentlich zu einer Trennung kommen müsste? Und wenn ich an deiner Stelle, würde ich so machen, dass erst wenn ich mir da eine wirkliche Klarheit verschaffen hätte und auch die Konsequenzen gezogen hätte, würde ich mich auf irgendwelche anderen Sachen einlassen. Du verwickelst dich in ein Gestrüpp von Lügen und seltsamen Abhängigkeiten und Erwartungen. Es wird nicht gut enden, ich sag's dir. Ja gut, dessen bin ich mir bewusst. Ja, es ist ein Betrug, du wirst ein schlechtes Gewissen haben. Irgendwann wird auch die neue Freundin wahrscheinlich zu Recht auch sagen, pass mal auf, so, das mache ich nicht mehr mit. Deine Hauptfreundin wird vielleicht irgendwie misstrauisch werden und so weiter und so weiter. Und du stehst letztendlich in diesem ganzen Kladderadatsch, stehst du nicht gut da. Ja gut, Inkonsequenz ist ja, dass ich wahrscheinlich von der neuen jetzt wahrscheinlich vor die Wahl gestellt werde. Deine alte Freundin oder ich. Ja. Spätestens da ist dann für mich, sag ich mal, der Tag des jüngsten Gerichts, wo ich mich wirklich entscheiden muss. Ja, du musst dir erstmal Gedanken machen über deine jetzige Beziehung. Was ist da los? Will ich das? Bin ich damit glücklich? Oder wäre es wirklich schlauer zu sagen, ich gehe, ich beende das? Wenn du es beendest, hast du alle Freiheit der Welt und du kannst dich auch auf den Sex mit Gegenständen freuen, mit der Neuen. Ja, oder mich vielleicht im Allgemeinen irgendwie auch neu orientieren, aber das weiß ich jetzt noch nicht, wie das in der Zukunft sein wird. Nein, das weiß man natürlich nie und es gehört immer ein gewisses Risiko dazu, wenn man sich entscheidet, wenn man nach vorne geht. Die allgemeine Versicherung für alles gibt's nicht. Ja gut, das ist ich sag dir nur, mach das nicht, fädel das jetzt nicht so ein, wie du es dir jetzt irgendwie versucht hast vorzustellen. Das ist der erstmal einfachere Weg. Letztendlich ist es der schwierigere und für dich eine Situation, die aus der du auch für dich nicht gut rauskommst.
Ja gut, so. Also für mich bleibt jetzt nach diesem Gespräch zumindest mal zu sagen, ja, ich probiere das jetzt auch erstmal mit der anderen und wenn ich dann merke, dass es bei ihr schon von Anfang an direkt deutlich besser läuft, wie bei mir und meiner langjährigen Beziehung, dass ich dann vielleicht so... Ja, jetzt haben wir das gleiche Dilemma. Du willst es erstmal mit der neuen ausprobieren, hältst dir die andere schön warm und wenn es dann gut ist mit der neuen, dann lässt du die andere fallen. Das ist auch wieder feige. Ja. Ja. Na ja, gut, irgendwo möchte ich ja schon das Quäntchen Glück haben, zu spüren, ja, aber du machst es auf der Basis, du betrügst deine Freundin damit, deine Hauptfreundin. Auf deren Kosten machst du das. Ja, gut, das stimmt. So. Und jetzt haben wir alles ausgesprochen. Jetzt musst du im stillen Kämmerlein für dich entscheiden, wie du dich verhältst und wo du dir in die Augen gucken kannst im Spiegel. Ja. Lieber Sven. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt, was ich denke. Muss ich nicht nochmal wiederholen jetzt. Da hast du auch vollkommen recht, Domian, da hast du schon recht. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und eine gute, für dich gute Entscheidung. Alles klar. Alles Liebe, Sven, tschüss. Danke, ne? Jo, tschüss. Okay, tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt: Ich hasse diesen Ort. Ich möchte mit euch über Örtlichkeiten reden, an denen für euch und euer Leben etwas sehr Schlimmes geschehen ist. Und aufgrund dessen sagt ihr, ich hasse diesen Ort, wenn ich mich an den zurückerinnere oder wenn ich gar an diesem Ort vorbeikomme, dann laufen die ganzen Geschichten mir durch den Kopf von damals, was hier passiert ist, deshalb hasse ich diesen Ort. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt darüber, dann mailt ab jetzt schon oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an oder halt während der Sendung. Jetzt bin ich verbunden mit Conny. Conny. Conny ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? 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 Ja, hallo Conny. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Du kannst mich verstehen, ne? Ja. Ja. Weswegen hast du mich angerufen? Ich hatte das Thema, dass ich also mit meinem Mann keinen Sex haben kann und er möchte gerne Sex und ich nicht. Jetzt bitte ich dich erstmal, den Ton von deinem Fernseher oder deinem Radio ganz abzuschalten. Ja, ich höre das nämlich auch. Ja, sonst können wir nicht gut sprechen. Warte. Ich muss mal eben also leise schalten. Ganz leise oder ganz weg den Ton. Mhm. So. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen was über euer Sexleben. Erstmal sag mir, wie lange ihr verheiratet seid. Nee, verheiratet sind wir gar nicht. Wie lange ihr zusammen seid? 5 Jahre, wir werden jetzt das 6. Jahr, geht es jetzt. Ja. Keine Kinder? Und keine, nein. Mhm. Also er hat ein Kind und ich habe ein Kind, aber... Die leben nicht bei euch? Nein. Richtig. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was über euer Sexleben. Ja, da habe ich immer Angst zu erzählen. Jetzt, wie gesagt... Ich erzähle meinem Freund immer jedes Mal, ich höre immer die Sendung und ich traue mich immer nicht drüber zu erzählen. So, und jetzt habe ich dich endlich mal. Jetzt hast du mich angerufen. Jetzt musst du durch. Ja, jetzt muss ich durch. Ja, du hast mich schon erreicht. Ja. Jetzt müssen auch die Sachen auf den Tisch. Ja. Da gibt es kein Zurück mehr. Richtig. So, aber wie gesagt, ich bin aber eine Alkoholikerin. Du bist Alkoholikerin? Ja. Das kommt hinzu. Ich traue mich das immer nicht zu sagen. Mein Freund, der weiß das. Er trinkt aber auch sehr viel. Aber er beschuldigt mich auch natürlich dazu, dass ich schlimmer bin als er. Mhm. Ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ich bin seit, weiß ich nicht, 4 Jahren schon Hartz-IV-Empfängerin. Mhm. Also Hartz-IV-Empfängerin ist ja erst seit 2 Jahren oder so, ne? Ja. Und wie lange bist du Alkoholikerin schon? Das kann ich nicht sagen. Ich habe 97 angefangen. So, ja. Weil mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben. Aufgrund eines oder mehrerer Schicksalsschläge hatte ich das so in den Alkohol getrieben. Wie viel trinkst du denn am Tag so ungefähr? Ich trinke den ganzen Tag... Bier. Nur Bier. Bier. Das heißt, du hast jetzt, während wir reden, auch einen guten Pegel schon. Natürlich, ja. Dennoch bin kannst, ich ganz ehrlich, ja. Ja, man merkt es auch so ein bisschen, aber dennoch kann man normal und klar mit dir sprechen.
Natürlich, ja. Mit mir kann man immer sprechen. Ja. Ich bin in dem Sinn immer normal, ja. Weil ich habe auch viele Leute, so Freundinnen, die mich nur ansprechen, wenn sie auch einen Alkoholpegel haben. Und da komme ich auch nicht mit klar. Ne? Wie viele Flaschen Bier hast du denn heute schon getrunken? Oh, bestimmt acht. Acht. Ganz ehrlich, ja. Ich bin auch immer ehrlich. Mhm. Und du sagst, dein Freund ist auch Alkoholiker. Er sagt es nein. Er kann aber, der geht aber schlafen vorher. Er geht schlafen. Der trinkt nicht so viel wie ich. Ja, aber ich bin eine Nachteule. Ich bleib immer auf und dann trinke ich immer noch ein, zwei Flaschen mehr als er. Ach so, aber tagsüber zuppelt ihr auch dann zusammen euer Bier? Nee, tagsüber gar nicht. Ach, tagsüber gar nicht? Der gar nicht. Nee, ach so, nee. Ach so. Ich auch nicht. Mhm. Nee, ich auch nicht. So, jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge, was so der Hauptgrund deines Anrufes ist. Ist es der Alkoholismus? Ist es die Beziehung zu deinem Freund? Oder ist es beides? Für mich ist, denke ich mal, wegen meinem Freund, weil er sagt mir jedes Mal, hör mal, Conny, und also ich bin ja die Conny, ne? Ja, ja. Er sagt immer, du lebst nur für deinen Alkohol. Er schafft das aber. Er schafft immer, weißt du, den ganzen Tag auch mal nichts zu trinken. Und ich muss es haben. Ich muss es. Und ich sage ihm das auch, ne? Und er möchte auch. Ja, bitte, entschuldige. Entschuldige. Er möchte auch Sex haben mit mir. Und ich kann es leider nicht mehr. Und ich konnte das am Anfang. Ich kann es nicht mehr. Ich fühle mich so hässlich. Ich fühle mich dick. Ja, vom Bier, weißt du selber, glaube ich, ne, kriegst einen Bierbauch. Also, ich trinke kein Bier, aber ich weiß, dass man natürlich vom vielen Bier trinken einen Bierbauch bekommt und das auch unter Umständen dann nicht so schön aussieht. Das ist richtig. Ja. Das heißt, da gibt es schon einen absoluten Zusammenhang zwischen dem Alkoholproblem und dem Sexproblem. Abgesehen jetzt davon, dass du dich hässlich findest und, ist denn Domian, ich bin so aufgebläht. Ich bin so aufgebläht. Mein Gesicht ist aufgebläht. Das sieht so furchtbar aus. Und mein Bauch ist so. Und ich habe ganz dünne Beine. Mhm. Ne? Ich war immer 50 so. Kilo. Ich war nur 50 Kilo. Wie viel wiegst du jetzt? 66. 66. Nur. Ja. Ist nicht viel. Nee, also aber es hat sich verformt alles. Und das hat sicher vielleicht auch mit dem Alkohol zu tun. Was ich dich aber gerade fragen wollte, war, ist denn eigentlich, mal abgesehen so von den ästhetischen Problemen, die du mit dir selbst hast, ist so eine Grundlust noch da an Sexualität oder ist alles weg? Das weiß ich nun mal weißt du nicht. Mehr. Ich habe Lust, ich denke nur für mich alleine, wenn ich abends im Bett liege oder hier jetzt im Wohnzimmer sitze. Mein Mann ist jetzt im Bett, also mein Freund ist im Bett. Ich weiß, er wartet auf mich, er möchte gerne. Ja. Ich weiß es. Wann hattet ihr das letzte Mal Sex? Schon wieder 6 Wochen her. 6 Wochen, und er kommt damit nicht klar und ich habe auch Angst, dass er fremd geht. Das heißt, lass mich mal fragen, so die Beziehung eigentlich funktioniert? Das Problem ist aber die sexuelle Unzufriedenheit seinerseits. Seinerseits, ja. Aber über all dem lastet die sehr dunkle Wolke des Alkoholproblems von euch beiden. Kann man das so zusammenfassen? Denke ich schon. Ja. Ja. Nur er hat aber das Problem nicht so viel wie ich. Mhm. Weil er ist ein hübscher Mann. Ein sehr hübscher Mann. Mhm. Ich habe ja auch Angst, dass er fremd geht. Er würde es auch wie steht tun. Wie steht er denn? Begründest du das? Ihm sagst du, ich finde mich zu hässlich für Sex. Ich möchte meinen Körper dir nicht zumuten. Sagst du ihm das so? Ja, richtig. Ja. Und was sagt er dann darauf? Wie reagiert er? Da hat er keinen Bock drauf. Dann sagt er einfach, weißt du was, Conny, habe ich keinen Bock drauf, da zu sprechen. Ach so, das findet er albern. Er sagt einfach nur, ich habe keinen Bock. Mhm. So, Conny, ist ihm dein Alkoholproblem auch klar? Redet ihr darüber? Nicht wirklich. Aber er weiß, dass du trinkst. Er weiß das, ja, natürlich. Aber er hat diesbezüglich dich noch nicht angesprochen und hat gesagt, hier, du musst was machen. Nee, das hat er nicht wirklich gemacht, aber ich denke, dass er es denkt einfach. Oh, Conny, wenn er das noch nicht gemacht hat, ne, dann ist das eine grandiose Gelegenheit und ich bin sehr froh, dass du durchgekommen bist, dass wir jetzt reden können, denn das mache ich jetzt. Du bist noch eine relativ junge Frau.
Von 44 Jahren. Ja, natürlich. Naja, gut. Ne? Also, Domian, du weißt gar nicht, was ich alles verloren habe in meinem Leben. Das mag ja sein. Das will ich auch nicht runtersprechen. Ich will jetzt mal... Ich war schon im Entzug in... Kennst du Langenfeld? Ja, kenne ich. Langenfeld. Mhm. Da war ich auch schon, aber habe ich mich selbst eingewiesen. Nicht, dass mich einer da hingebracht hat. Ich habe mich selbst eingewiesen. Wie lange warst du da? Leider nur eine knappe Woche. War das während der Zeit... Da habe ich noch eine Arbeitsstelle gehabt, weil ich hatte mit meinem Chef damals drüber gesprochen. Wie lange liegt das zurück? Ja, ich sag ja, 1999. Ach, das war... Nee, dieses Einweisen, dass du dich selbst hast einweisen lassen. Das war 1900? Ja, 1999. 99, also. Eine Woche. So, Conny, jetzt gucken wir nicht nach hinten. Ich respektiere voll und ganz... Und du musst mir auch gar nicht die Details erzählen, dass du Schweres durchgemacht hast. Das glaube ich dir. Das merke ich auch, wie du es erzählst. Dass da schwere Schicksalsschläge waren und dass dich das umgehauen hat. Aber ich höre irgendwie daraus auch noch, wie du sprichst, dass du auch noch Lebensmut hast. Ich möchte leben. Du möchtest leben. Was für ein Satz. Hör mal, was für ein Satz. So. Ich habe aber Angst. So. Und wenn man sagt, dass ich mit Alkohol untergehe. So, ja. Noch ein toller Satz. Ich möchte leben und ich habe Angst, dass ich im Alkohol untergehe. Das ist doch die beste Voraussetzung überhaupt, dass du selbst was in die Wege leitest. Dass du nochmal in eine Klinik gehst. Und für eine sehr lange Zeit, so lange, wie es nötig ist. Domian, ich habe einen Hund und ich kann den nicht alleine lassen. Ich lebe für meine Tiere. Habe ich auch großen Domian, Respekt das vor. Kann ich nicht. Nein, ich habe großen Respekt davor, wenn du sagst, ich habe den Hund, das ist mein Ein und Alles. Aber der Hund darf nicht als Entschuldigung gelten, dass du vor die Hunde gehst. Ja, wo geht der hin? Wo geht der denn hin? Das Problem ist lösbar. Wo geht der hin, wenn du tot bist? Hä? Oder wenn du gar nicht mehr dich um ihn sorgen kannst, wenn du nur noch besoffen in der Ecke liegst? Das so schlimm ist es ja Gott sei Dank. Nein, noch nicht, aber das kann kommen, das kann kommen. Das weiß ich, das weiß ich. Da habe ich ja Angst. So, deswegen musst du alles, was du an Kraft noch hast, mobilisieren, dass du aus dieser ganzen Misere rauskommst. Und da ist das Problem mit dem Hund ein großes Problem, das glaube ich, aber das ist lösbar. Das kann ich jetzt nicht hier in ein paar Minuten mit dir lösen, aber das darf nicht der Grund sein, weswegen du nicht in eine Klinik gehst. Das darf es nicht sein. Weil die Entscheidung, nicht in eine Klinik zu gehen, bedeutet dein über kurz oder lang dein jämmerliches Ende, Conny. Ja, aber Domian, darf ich dich nochmal was fragen? Ja. Kann ich nicht einen kalten Entzug denn machen zu Hause? Das kann ich dir so nicht sagen. Dafür müsstest du erstmal zu einer Beratungsstelle gehen oder zu einem Arzt oder Psychologen. Wie es für dich am besten ist. Weil da habe ich ja Angst vor einem kalten Entzug, weil man ja immer sagt, da kann ja der Kreislauf vielleicht zu hoch, zu runter eben. Oder... Deswegen sage ich, das musst du vielleicht mit einem Arzt zusammen machen. Vielleicht ist das auch ein Weg für dich. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja kein Arzt. Das wäre verantwortungslos, wenn ich das sagen würde. Ich kann dir nur die Richtung sagen. Nämlich, dass du einen Weg suchen musst daraus. Und einen rigorosen Weg. Und wenn der Weg vielleicht ist, dass du es zu Hause machst und unter ärztlicher Betreuung und du deinen Hund weiter... um dich herum ich haben kann möchtest. Ohne meinen Hund. Ja, das wäre vielleicht sogar die Lösung. Aber du darfst nicht den Hund als Entschuldigung nehmen, dass du nichts unternimmst. Das will ich damit nur noch mal ganz klar ausdrücken. Hast du verstanden, wie ich meine? Ja, habe ich schon verstanden, ja, natürlich. So, jetzt kriegst du ein Gespräch mit meiner Psychologin. Oh, das wäre nett. So. Das wäre ganz, ganz, ganz nett. Ja, und meine Richtung, meine Meinung hast du verstanden. Mhm. Ne? Das war ja klar, das war klar ausgedrückt. Du, ich erinnere dich noch mal an den Satz, ich will leben. Ich will leben und ich will leben. Und Domian, ich habe Angst. Wie gesagt, wenn ich manchmal nicht trinke, ich habe Entzugserscheinungen, die merke ich selber schon. Die merkt man. Nimm mich alles ernst. Und so. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Aber ich traue mich nicht zum Arzt zu gehen. Ich traue mich nicht. Und das muss sich ändern. Nur darüber kannst du einen Weg zur Hilfe erlangen. Nur so. So. Ich danke dir. Und kann ich mit deiner Psychologin noch? Absolut, das ist jetzt so eingetütet. Du legst aber dafür bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich zurück und dann könnt ihr noch weitere Einzelheiten besprechen. Aber ich muss das auflegen, ja? Du musst erst auflegen, ja. Alles klar.
Okay, alles gut. Tut mir nicht, danke. Toi, toi, toi. Kann ich auch mal ein Autogramm kriegen? Ja, du kannst gleich deine Anschrift der Anja sagen und dann kriegst du ein Autogramm. Okay? Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Weiter geht es mit René. Und René ist 54. Guten Morgen. Hallo, René. Hallo, Domian. Hallo. Hier ist René. Ja, hallo, René. Schön, dass du da bist. Mal eine Minute, worum es geht. Also ich bin 54. Ja. Ich habe 5 Jahre lang eine Fernbeziehung geführt. Ja. Das bedeutet 500 Kilometer Entfernung. 500. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, ja. Ja. Zufällig kennengelernt, ohne jede Planung. Also ich hatte ein bisschen Stress. Ich bin verheiratet, hab Kind und hatte ein bisschen Probleme und hab dann zufällig im Chat jemand kennengelernt und wir haben so Kontakt gehabt. Ich hab den dann aber abgebrochen, weil ich eben familiäre Probleme hatte. Mhm. Wir haben uns dann aber wieder getroffen und dann ist daraus eine Beziehung geworden. Und das eine Extrembeziehung. Also extrem in jeder Art und Weise, gefühlsmäßig, sexuell. Kurz unterbrechen, als du dich auf diese Beziehung, auf diese Fernbeziehung eingelassen hast, hast du dich aus deiner Ehe gelöst oder lief das parallel? Also meine Ehe war dann getrennt, aber nicht räumlich, aber gefühlsmäßig. Und ich habe meiner Frau gesagt, weil wir darüber gesprochen haben, also ich stehe zu meiner Freundin, sehr schnell, nach 4 oder 6 Wochen. Ja. Aber es war natürlich nicht möglich, sofort auszuziehen aus finanziellen Gründen und. Aber ich wollte nur wissen, ob das geregelt war. Nun hast du gerade gesagt, das war eine Extremgeschichte. Ja. Beschreib es mir. Extrem, ich sag mal, darf ich noch 2 Sachen sagen? Ja, bitte, okay. Gern. Ja. Also ich sag dann, also das ging über 5 Jahre, war alles sehr extrem. Also ich würde mal sagen, wirklich Seelenverwandtschaft. Also ich habe Dinge gefühlt und meine Partnerin auch, die ich vorher nie gespürt habe, nie geplant habe und einfach auch gar nicht dachte, dass es sowas gibt. Wir haben jetzt geplant, 2006 zusammenzuziehen. Ja. Also die Fernbeziehung endlich zu beenden, weil die ja doch Probleme mit sich bringt. Du meinst extrem im Sinne von sehr intensiv, weil sich da zwei... Sehr intensiv, unvorstellbar intensiv. Also okay. Wir uns haben Leute auf der Straße angehalten, wirklich, und haben gesagt, boah, also sie müssen ungeheuer glücklich sein. Mhm. Und uns auch alleine, sowohl mich hat eine also ich komme aus Hamburg, mich hat eine Prostituierte auf St. Pauli angehalten und hat zu mir gesagt, du brauchst mich sicherlich nicht. Mhm. Die hat mich einfach so angehalten, einfach weil ich das so ausgestrahlt habe. Wenn wir im Restaurant waren, haben uns Leute stundenlang beobachtet beim Essen. Also ich habe manchmal schon gedacht, ich habe irgendwas am Kinn oder so. Das war aber immer nur, wenn wir zusammen waren. Womit ich sagen will, wir haben scheinbar Lebensfreude ausgestrahlt. Ja. Die sehr intensiv war. So, jetzt sprichst du in der Vergangenheit. Das heißt, die Beziehung gibt es nicht mehr. Richtig, jetzt wollte ich sagen. Und geplant war jetzt, das endlich zu beenden, weil wir wollten gerne dichter zusammen. Ja, ja. Wir haben also das Jahresende zusammen verbracht, 2005, über Weihnachten, dann ihren Geburtstag, sehr große Silvesterfeier, Neujahr, dann bin ich wieder zurückgefahren. Wir haben uns verabschiedet und sie hat zu mir gesagt, du darfst dich nie von mir trennen, sonst bringe ich mich um. Also jetzt einfach so dahingesagt. Ja. 2 Tage später hat sie mich angerufen und hat gesagt, sie trennt sich von mir. Einfach so. Einfach so. Aus komplett heiterem Himmel. Einfach so. Sie hat einfach gesagt, ich muss mich von mir, sie hat zu mir gesagt, das so, sie hat gesagt, ich muss mich von der trennen, weil ich muss mich schützen. Vor was? Das ist jetzt 5 Monate her, sage ich nochmal. Stopp, vor was? Dann bin ich auch so fertig. Das ist jetzt 5 Monate her. Ja. Und für mich ist es so, weil ich 54 bin, weil ich alles aufgegeben habe. Ich habe mich von meiner Familie getrennt. Ich muss unterbrechen. Wir wollten eventuell zusammen was machen. Ich muss Sie unterbrechen, ja? Sonst vergesse ich meine Frage, die ich gerade fragen wollte. Sie hat gesagt, ich muss mich trennen, ich muss mich vor dir schützen. Nein, ich muss mich schützen. Ich muss mich schützen. Vor was genau? Ja, das ist eine gute Frage. Sie spricht ja nicht mehr mit mir. Das heißt, die Frage wurde nie beantwortet? Nein. Sie hat auch nie mit mir darüber diskutiert. Ich habe immer zu ihr gesagt, weißt du was, bei unserer Beziehung ist es so, wir können über alles reden. Du kannst mich anschreien, du kannst mir sagen, ich mache alles falsch, aber rede mit mir. Mhm. Aber wenn wir mal irgendwie Stress hatten, hat sie sich immer total zurückgezogen. Also sie hat ja tagelang nicht mit mir geredet. Und jetzt ist es eben so, dass es seit 5 Monaten so ist. Das heißt, seit diesem Telefonat, in dem sie dir das gesagt hat, gab es keinen Kontakt mehr zwischen euch? Doch. Doch. Also das war am 5. Januar. Ja. Dann habe ich noch, also für mich war das so, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin ein sehr rationaler Mensch eigentlich. Mhm. Und für mich war das so, dass das einen Tag später totaler Zusammenbruch, also emotionaler, totaler Zusammenbruch. Ich bin, Moment, also ich bin
Tage lang durch die Straßen gelaufen und habe wirklich geheult. Sag mir mal, wie viel Gespräche es bis heute noch gab zwischen euch beiden? Zwei ungefähr. Gab es, waren das die... Also im Januar habe ich dann versucht, mit ihr immer wieder Kontakt zu bekommen. Ja. Habe ihr immer Mails geschrieben oder SMS geschrieben. Also wir haben, auch wenn wir uns nicht gesehen haben, ja, haben wir uns mindestens pro Tag 5 oder 6 SMS geschickt. Diese Gespräche. Ein oder zwei Mails und haben mindestens 1 oder 2 Stunden zusammen telefoniert. Jeden Tag. 364 Tage im Jahr. Ja, also diese letzten zwei Gespräche, von denen du gerade erzählt hast, ja, waren die vis-à-vis oder nur am Telefon? Das war nur am Telefon. Nur am Telefon. Nee, ich bin einmal noch einfach dahin gefahren. So, jetzt ist aber Pause zwischen euch, ja, gar nichts. Mhm. Seit 5 Monaten. Jetzt muss ich aber mir fällt es ungeheuer schwer, weil ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich merke das gerade schon, du bist ja richtig zusammengesackt gerade. Ja. Und warst fast gar nicht imstande zu sprechen. Aber sie spricht einfach nicht mit mir. Also ich schicke jetzt mal noch Mails. Ich versuche mich zurückzuhalten, aber... Weißt du, dieser Satz macht mich so aufmerksam. Ich muss mich schützen. Ja. Da musst du doch auch schon millionenmal drüber nachgedacht haben. Was meint die damit? Ja, hab ich auch. Das heißt, ich würde jetzt als Außenstehender sofort im ersten Moment denken, ich muss mich vor dir schützen. So habe ich mir ja gerade auch versprochen. Vor der Situation nehme ich mal an. Vor der Situation dessen, 5 Jahre... sagen wir mal 4,5, ging jetzt diese Fernbeziehung. Sie hat sehr schnell versucht, dass wir zusammenziehen. Und sie hat sich mal von ihrem Mann getrennt und hat dann noch 2 Beziehungen gehabt. Also sie war vorher mal verheiratet und hat sich dann jeweils getrennt, weil sie verheiratete Partner oder Männer kennengelernt haben, die jeweils ihre Partnerin noch hatten. Okay, das interessiert mich nicht. Mich interessiert was ganz anderes. Ja. René, du hast gerade einen Satz gesagt, ihr habt euch auch schon mal gestritten in dieser Zeit, wo ihr zusammen wart. Was haben wir uns? Gestritten. Ja, klar. Um was ging es da? Also eigentlich ging es darum, dass sie gerne wollte, dass, was logisch war, ich auch die räumliche Trennung von meiner Frau vollziehe. Mhm. Also ich habe ja mit meiner Frau noch zusammen eine Wohnung geteilt. Mhm. Und ich habe ihr immer klar gemacht, dass es für mich als Mann anders ist als für sie. Als sie sich von ihrem Mann getrennt hat, hat sie von ihrem Mann Unterhalt bekommen, hat Geld bekommen, hat sich dann eine eigene Wohnung genommen und ist sozusagen ausgezogen und konnte dann alleine wohnen. Wie lange warst du denn bei deiner Frau noch? Bitte? Wie lange warst du denn noch bei deiner Frau? Die ganze Zeit. Ach, die ganze Zeit. Ach so. Und das hat sie natürlich jedes Mal... Was ich auch verstehe. Provoziert. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel zu mir gekommen sind, haben wir immer zusammen auf jeden Fall ein Hotel gemietet, weil ich keine eigene Wohnung hatte. Mhm. So, abgesehen von dieser Thematik, die immer so zu Problemen geführt hat, ja, gab es sonst noch Themen? Nein, ganz im Gegenteil. Es war Glück. Wie gesagt, wenn wir uns gesehen haben, wirklich, was ich dazu sagen möchte, ist ja, wir sind ja keine 20 mehr. Nee, sondern sie ist über 40, ich bin über 50. Und wenn du uns gesehen hättest auf der Straße, wie gesagt, wir waren wie 20-Jährige. Bei uns aber war alles extrem aufgedreht. Wir haben René, also einen extrem sexuellen Kontakt gehabt, erotischen Kontakt. Ja, du schwärmst. Dennoch musst du etwas ganz Gravierendes übersehen haben. Sonst hätte sie sich jetzt nicht so verhalten. Du musst etwas Gigantisches übersehen haben. Ja, aber was? Ja, darüber reden wir ja gerade. Darüber will ich auch gerne reden. Also sie hat 2 Tage vor der Trennung zu mir gesagt, ich würde mich niemals von der trennen. Mhm. Und 7 Tage vor der Trennung hat sie mir eine Mail geschickt mit ihrem eigenen Bild und hat geschrieben, wenn du dich von mir trennst, also an mich gerichtet, wenn du dich von mir trennst, wirst du mein Leben zerstören und ich werde nicht mehr weiterleben können. Ja, unglaublich. Und 7 Tage später hat sie das genau dasselbe mit mir gemacht. Ich finde das gleichermaßen traurig wie schlimm. Schlimm und unfair. Ich bin nicht so ein Mensch, der eigentlich so ist. Nein, ich finde es auch schlimm. Ich finde es unfair. Die Welt zusammengebrochen. Ja, ich finde es aber. Gemeinsam mit Zukunft geplant. Du hast ja, du hast ja auch alles Recht der Welt, zornig zu sein. Verdammt nochmal, du warst 5 Jahre mit dieser Frau zusammen. Ihr habt im 7. Himmel geschwirrt. Warum macht die Frau ihren Mund nicht auf? Das ist es. Also, ich wäre ja schon zufrieden, wenn sie mit mir sprechen würde. Ja, oder wenn sie ihren Brief schreibt, warum sie, wovor sie sich schützen soll. Sie antwortet auf nichts. Auf nichts. Macht dich denn das nicht wütend? Nach dem 2. Gespräch hat sie sogar ihre Telefonnummer ändern lassen. So, macht dich denn das nicht wütend auf die Frau auch? Bitte?
macht dich das, dich das denn nicht wütend auch? Doch. So. Aber weißt du, das ist genau das, das ist gut, dass du das so sagst. Ich bin ja jetzt 54. Ja. Für mich ist es so, dass ich auf der einen Seite, also ich habe nie Probleme mit Frauen gehabt. Ich sage es einfach mal so. Also ich bin eine relativ attraktive Person und ich habe auch viele so weibliche Bekannte, die mich so anbackern würden. Mhm. Aber für mich ist diese Erfahrung mit dieser Frau so, dass ich diese Empfindung vorher nie gehabt habe und sie auch zu mir gesagt hat, oft unter Tränen, dass sie sie nie gehabt hat. Und für mich ist es so, lasse ich mich auf dieses ein, was du eben gerade gesagt hast, dass ich mich wütend machen lasse. Ja. Das ist ein Schlussstrich. Das wird ein Schlussstrich sein. Nein, das hilft dir zumindest mit deinem Unglück etwas besser zurechtzukommen. Denn was die Frau gemacht hat, ist absolut unter aller Sau, sage ich jetzt mal. Aber weißt du, wenn ich einen Schlussstrich mache, bedeutet das doch, ich habe doch gar keine Lebensperspektive mehr. Worauf soll ich mich denn einlassen? Es ist so, also durch ich sage das ganze Leben zum Beispiel, meine Frau, die hat das natürlich mitbekommen, auch Freunde, die sind alle sehr nett zu mir und die sagen, siehst du, so wie üblich, das ist ja fast wie im Film, was ich dir erzählt habe, ne? Man könnte es ja fast glauben. Ja. Mann trennt sich von seiner Frau, verliert zum Schluss seine Frau und seine Geliebte. Aber es ist so, dass ich diese Frau, diese wirklich, ob du es glaubst oder nicht, auch so in unserem Alter, wie wir uns gesehen haben, wir sind zusammen im Urlaub gewesen und wir haben beispielsweise in einem Hotel so gehandelt über den Hotelpreis, weil das war relativ hoch, das war ein Luxus-Apartment und da ist ein Mann, der Portier zum Hoteldirektor gegangen und hat gesagt, dass er uns das Zimmer geben soll, weil der uns so sympathisch fand. So, also, du merkst, wir haben immer auf Leute Lebensfreude ausgestrahlt. Und das Hör mal auf mit der Schwärmerei. Ja, okay. Ne? Ja, nee, das bringt ja gar nichts. Mir ist das komplett klar, was in dir vorgeht. Ja. Das musst du mir nicht erst nochmal mit einem neuen Beispiel unterstreichen. Das habe ich schon verstanden. Ich möchte nochmal den Aspekt des Zorns hervorheben. Ja. Wir können ja nicht endlos reden hier. Du weißt, ich habe eine begrenzte Zeit. Ich will dir eine Idee noch sagen. Die hat gesagt, ich muss mich schützen. Ja. Ich habe mich gerade versprochen und habe gesagt, hat die gesagt, ich muss mich vor dir schützen. Wenn ich hier mit Leuten spreche, auch wenn das nur ein kurzes Gespräch ist von vielleicht 10, 5, 13 Minuten, bekomme ich einen Eindruck von jemandem akustisch, auch wenn ich ihn nicht sehe. Weißt du, wie ich dich empfinde? Danke mir. Nee, das sage ich dir jetzt auch mal. Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter, wenn sie sagt, ich muss mich schützen. Als einen sehr dominanten, massiven Menschen. Mich? Ja. Ja, bin ich auch. Ja. Wir haben also eine dominant, devote Beziehung gehabt. Also sie ist sehr devot, ich bin sehr dominant. Vielleicht hat sie Angst, dass du... Im Gegenteil. Also sie hat mich immer wieder aufgefordert, sehr dominant zu sein, also was sich auch im Sexuellen ausgewirkt hat. Ja, aber vielleicht würde sie das nicht ertragen können in einer permanenten Nähe. Ich stoche jetzt im Nebel, du verstehst. Ja, es hat sich ganz klar getrennt, sag ich mal, diese dominante, devote Beziehung. Also ganz klar, wenn wir so zusammen waren, dann haben wir also Hand in Hand gestanden und wenn wir 3 Meter auseinander waren, hat einer den anderen sofort gesucht und hat gesagt, komm her, komm her, komm her. Ja. Aber wenn wir sexuell zusammen waren, dann war es extrem, ja, extreme Ausprägung. So René, jetzt rennt mir die Zeit weg. Jetzt können wir hier leider nicht mehr weitersprechen. Ich biete dir noch ein Gespräch im Hintergrund an mit meiner Psychologin. Ja. Die eine Sache würde ich nochmal gerne jetzt zum Schluss nur nochmal den Begriff nennen. Vielleicht hilft der dir einfach ein bisschen weiter in der Situation des Zorns, wieder auf die Füße ein bisschen zu kommen. Aber darf ich nur noch einen Satz sagen? Das mit dem Zorn und mit dem Nicht-Zorn, damit meine ich mal, wenn ich mich auf den Zorn einlasse, ist es nicht so, dass ich dann auch die Beziehung beende? Ja, vielleicht ist das sogar sehr richtig und gut. Vielleicht bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ja, das ist es eben. Ich hoffe eben immer darauf in meinem Alter. Ich denke nicht, dass ich nochmal so eine Beziehung haben werde. Und ich habe irgendwie im Kopf immer das Gefühl, gibt es keine Möglichkeit, dass ich das vielleicht nochmal, dass man sich vielleicht doch nochmal nähert? So, jetzt legst du auf. Oder ist es Fantasterei? Wir können nicht weitersprechen. Es tut mir sehr leid, René. Ja, ja. Die Zeit ist wirklich rum. Du legst auf und die Anja ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Ich wünsche dir alles Gute dennoch, von Herzen. Alles klar. Tschüss, René. Okay. Tschüss. Okay. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt, ich hasse diesen Ort. Ich möchte gerne mit euch über Örtlichkeiten sprechen, mit denen ihr etwas sehr Schlimmes in Verbindung bringt. Ein Ort, wo etwas sehr Schlimmes in eurem Leben passiert ist und ihr sagt, ich kann diesen Ort gar nicht ertragen, wenn ich da hingehe, dann kommen die ganzen Bilder wieder auf, was dort passiert ist und deshalb
Ich hasse diesen Ort. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt mir oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an. Wir sind ja immer ab 12 schon erreichbar und um 1 Uhr geht es dann ja los. Hier ist Marlies. Marlies ist 52. Guten Morgen. Hallo Marlies. Hallo. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Um was geht es bei dir? Es geht darum, ich kann den Tod von meinem Mann nicht überwinden. Wann ist dein Mann gestorben? Der ist am 28. Februar, gerade am Faschingsdienstag um 7 Uhr gestorben. In diesem Jahr? Ja. Ist er plötzlich verstorben? Er hat Krebs gehabt, was man nicht gewusst hat. Er hat Nierenkrebs gehabt. Mhm. Und Metastase am Schädel, Schulter, Halswirbelsäule war sogar angefressen, mit Gebrechfrau. Ich habe nicht gewusst und er muss irgendwie geahnt haben, er ist noch mit mir nach Berlin gefahren. Moment, lass mich mal fragen, du. Über Silvester. Verstehe ich das? Ihr habt es nicht gewusst, dass er so krank ist? Und er hat keine Schmerzen gehabt? Der hat einen Tumor. Im Februar haben sie festgestellt, Nierentumor. Erst im Februar? Februar 2005. Ach so, 2005. Ach, da wurde die Diagnose schon gestellt? Ja. Mhm. Und dann haben sie Computer gemacht. Mhm. Und da wurde, also CT, und da wurde der Tumor nicht mehr festgestellt. Ach so. Und gar nicht, der war gar nicht zu sehen. Und so, da hattet ihr also wieder Hoffnung, dass es gut geht. Ja. Und die Erkrankung schritt aber, ohne dass ihr das wusstet, in seinem Körper weiter und sehr dramatisch fort. Nein, der Arzt hat gesagt, das hat mit dem Tumor nichts zu tun. Das wäre Nierenleitertumor und das wäre ein anderer Tumor und das wäre der bösartigste, wo schnellstens verbreitet. So. Und er ist an Uremie oder so, gestorben. Also das ist, wenn die Niere nicht mehr arbeitet und der Urin ins Blut geht, ne, jetzt mal ganz profan erklärt. Ja. Aber was mir immer noch nicht ganz klar ist, die letzten Monate vor seinem Tod, da wusstet ihr schon, dass er sehr schwer krank ist? Nein. Er hat nur immer Rücken geklagt, ganz starke. Das heißt also, der Tod kam für dich dann überraschend, oder? Ja, ich habe ihn am 30. Januar dieses Jahres habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und dort arbeite ich. Und dann war er auf der Station, wo ich arbeite. Bist du Ärztin, Krankenschwester? Krankenpflegerin. Krankenpflegerin. Mhm. Und da war ich da bis zum Schluss. Und dann ist festgestellt worden, ist der Oberarzt zu mir gekommen und hat gesagt, Marlies, dein Mann muss bald sterben. Mhm. Und das hat mich niedergehauen. Mhm. Und man hat immer gemerkt, wie schwächer und müde er wurde. Mhm. Die Ärzte haben alles getan, die waren prima. Mhm. Aber man konnte nichts mehr machen, der hat ja überall Metastasen gehabt. Mhm. Und bei Todeskampf war ich mit meiner Tochter, ich habe 3 Kinder, die war auch dabei. Also die Ärztin hat mich angerufen und hat gesagt, du, dein Mann liegt im Sterben, komm sofort. Ja. Habe ich gesagt, oh Gott, ist er schon tot? Nein, er ist noch ansprechbar. Und er hat alles rausgerissen, also der hat einen Katheter gehabt, er hat rausgerissen, er wollte nicht mehr. Mhm. Und die Infusion auch. Mhm. War das ein bewusster Akt, dass er alles rausgerissen hat, oder hat er das irgendwie im Fieberwahn gemacht? Er hat kein Fieber gehabt. Du glaubst, dass das eine bewusste Entscheidung von ihm war, ein Signal, ich möchte nicht mehr? Ich weiß es nicht. Zur Sozialpflegerin hat er gesagt, er will sterben. Er hat mit ihr mehr gesprochen, mit mir. Mhm. Er hat mit mir da wenig gesprochen. Macht dir das heute auch so sehr zu schaffen, dass er nicht sehr viel mit dir gesprochen hat? Ja, wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ich war beim seinem Tod dabei. Mhm. Er hat immer erst gejammert, und dann habe ich gesagt, Jürgen, ich bin da. Da hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, du, die Claudia ist auch da. Ja, also da muss er jetzt aufgefasst haben. Mhm. Und dann hat er die Augen verdreht und nach einer Weile hat er sich
richtig schön hingelegt. Und dann hat er mich voll angeguckt, die Claudia voll angeguckt. Und auf einmal hat er so richtig, so wie gelächelt, richtig gelächelt. Und hat zu der Claudia geguckt, hat auch gelächelt. Und dann hat er zu Fußende geguckt und dann hat er den Mund zugemacht und weg war er. Und dann habe ich ihn auch runterbegleitet, wo die Toten hinkommen. Und das, ich wollte auch nicht mehr raus. Und bei der Beerdigung, also bei der Trauerfeier, da habe ich mich zu ziemlich zusammennehmen müssen. Und danach ist er verbrannt worden unter bei der Urne. Da habe ich geschrien, ich will zu dir, und irgendwie geht es mir nicht aus dem Sinn. Wie lange wart ihr verheiratet? Dieses Jahr wäre 25. Das ist immer eine Hochzeit gewesen, kurz vor meinem Geburtstag ist er gestorben. Du sagst, ihr habt zwei Kinder? Drei Kinder. Wie aber alt? Von ihm zwei. Ja, wie alt sind die Kinder? Seine Kinder sind 24 und 20. Bist du denn, Marlies, seit dieser Zeit, am 28. war sein Todestag, sagst du, bist du seit dieser Zeit sehr viel alleine? Teilweise. Meine Tochter, die ist jetzt verliebt, die hilft mir wenig. Und ich habe einen Schwager, der trinkt von morgens bis abends. Und wir verstehen uns nicht. Und zwischendurch pflege ich meine 80-jährige Mutter. Ach, das auch noch. Ja, da muss ich immer 80 Kilometer, also ich wohne in Böblingen und sie wohnen in Pforzheim, und fahre ich mal hin und her. Also das heißt, da ist nicht sehr viel, also sind nicht sehr viele Menschen um dich herum, und du hast auch noch die Verantwortung für deine 80-jährige Mutter zu 88-jährige Mutter zu tragen. Das heißt, die ganze Trauer lastet auf dir alleine und du kannst dich wenig aussprechen. Stimmt das? Ja. Ich kann überhaupt nicht mit meinen Kindern sprechen. Ich kann niemanden sprechen. Ja. Und mit meinen Kollegen will ich auch nicht. Ja. Ich will halt denen nicht auf den Keks gehen, obwohl die immer sagen, kommt, aber ich will das nicht. So, und dann kommen solche Gedanken. Das, was du gesagt hast, du siehst die Urne von ihm und schreist, ich will auch zu dir. Das heißt, es kommen solche Selbsttötungsgedanken kommen auf. Ja, kommen schon, aber ich habe halt Angst vorm Sterben. Obwohl mein Mann gut eingeschlafen ist, lächelnd. Aber ich habe Angst. Aber wenn ich die Angst nicht hätte, wäre ich schon... Ja, glaubst du? Also die Angst ist sehr groß. Glaubst du, dass dein Mann das... wollen würde, dass du dir das Leben nimmst? Ich weiß nicht, er hat immer zu mir gesagt, wenn er nicht da ist, da kommt jemand und ruft, weil ist hier Schnitzel oder Geld oder Auto, und ich tät hinter ihm herrennen. Aber das ist nicht so, ich bin fertig. Und ich bin auch manchmal habe ich das Gefühl, ich habe die gleiche Krankheit, ich habe so starke Kopfschmerzen und ich fühle mich auch so müde. Marlies, weißt du was, ich glaube, dass du einfach rundrum mit den Nerven runter bist. Rundrum mit den Nerven runter bist. Und dass du ganz, ganz, ganz dringend Hilfe brauchst. Ganz dringend Hilfe. Hey, ich nehme ja schon Schlaftabletten und Beruhigungstabletten. Okay, da kann man sich vielleicht mal eine Weile mit über Wasser halten, aber das ist ja nicht die Lösung. Lösung wird immer mehr. Ja, die Lösung ist, dass du eine Betreuung brauchst, dass du vielleicht mit Gleichgesinnten zusammenkommst, vielleicht mit Menschen, die auch sehr schwere Trauerfälle gerade erleiden müssen, und dass du auch in eine professionelle Betreuung kommst. Und da werden wir dir jetzt mal bei helfen. Denn ich habe das ja schon gemerkt, wie du erzählst, dass es dir sehr, sehr schlecht geht. Und so war vielleicht der Anruf ganz gut jetzt hier bei uns. Und schön, ich lag sogar kurz nachdem mein Mann gestorben ist, habe ich Blumen und alles sogar zu früh ins Grab getan. Und dann ist die Klappe von dem Auto auf meinen Kopf gefallen. Und da habe ich
auch zu irgendeiner Gehirnerschütterung gehabt. Auch der, die Ärzte meinen, das muss auch noch irgendwie zusammen, Nervenzusammenbruch gewesen sein. Ja. Aber manchmal meine ich, ich bin wieder kurz davor oder einen Blödsinn machen. Und ich bin noch Diabetikerin. Ja, ich spritze mich und das haut auch nicht hin. Ich merke schon, dass es wirklich ganz, dass es dir ganz schlecht geht und dass du ganz dringend gezielte Hilfe brauchst. Und da werden wir jetzt versuchen, was wir noch leisten können heute Nacht, dir behilflich zu sein. Jetzt bitte ich dich, aufzulegen, und wir werden dich in wenigen Minuten, das heißt meine Psychologin, die Anja, wird dich in wenigen Minuten zurückrufen. Und dann wird weiteres eingehend besprochen, was zu tun ist. Und versprichst du mir, dass du dann auch auf jeden Fall am Telefon sein wirst und auf unseren Anruf wartest? Soll ich jetzt nicht auflegen? Doch, du sollst auflegen und einfach nur warten, bis wir uns gleich bei dir... Soll ich auflegen? Du sollst auflegen, ja. Und dann werden wir uns wieder bei dir melden, okay? Okay, so machen aber eine Frage, bitte, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe manchmal doch Hörsturz oder wie, ich verstehe Sie auch so schwer, Sie sind irgendwie so leise. Ja, aber wahrscheinlich das ist doch kurz vor, ich habe wahrscheinlich auch zu viel Tablette genommen, ich weiß nicht, mir geht's beschissen. Okay, dann legst du bitte jetzt auf und wir rufen dich sofort zurück, okay? Ja. Du legst bitte auf und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Liebe Marlies. Okay, tschüss. Jetzt bitte ich meine Regie, zu arrangieren, dass die Marlies wirklich sofort zurückgerufen wird, auch wenn noch was anderes ist, denn ich glaube, dass die Hilfe sehr dringend ist und sehr schnell, dass wir sie gar nicht viele Minuten warten lassen. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Egal über was, was Ernstes oder auch was Unernstes. Oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, vergesst nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Weiter geht es jetzt mit dem Tim. Und Tim ist 24 und ich begrüße ihn sehr herzlich. Hallo Tim. Hallo. Tim, weswegen rufst du an? Tja, also ich habe da so ein kleines Problem. Und zwar bin ich eigentlich vorher ganz glücklich mit meiner Freundin sozusagen gewesen. Hm? Und sie ist halt schwanger geworden. Und was für mich persönlich ein absolut schönes Erlebnis war, aber für sie so eher nicht. Und warum? Ja, das ist eine gute Frage. Also im Grunde wollte sie nicht so wirklich Kinder. Ja. Und dann hat sie sich dann doch erst dafür entschieden. Und es war eigentlich alles super. Und wir hatten uns ja im Grunde auch schon eine gemeinsame Wohnung gesucht. Und dann war es halt so, dass sie von heute auf morgen so völlig umgeschlagen ist. Also keine Beziehung mehr wollte, das Kind nicht mehr wollte, die Wohnung nicht mehr wollte. Nach wie vielen Jahren eigentlich? Wie viele Jahre wart ihr zusammen? Ja, das ist, glaube ich, auch das größte Problem, weil es war halt relativ, es ist erst seit Februar, also Januar, Februar. Es war allerdings schon ziemlich intensiv, obwohl es so kurz ist. Mhm. Und dass sie schwanger geworden war, war ein Unfall? Ja, also es war nicht geplant, aber es war halt, also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Mhm. Und das ist halt so das Problem, denn... Seid ihr jetzt regelrecht getrennt? Ja, genau. Hat sie das Kind abtreiben lassen? Noch nicht, aber jetzt in den nächsten Wochen, also in den nächsten 2 Wochen, muss es dann ja sowieso soweit sein. Ja. Und das ist halt so das Problem, denn, für sie, ich weiß natürlich, dass es für sie auch nicht so einfach ist, das ist ja für keine Frau einfach, aber ich habe halt seitdem irgendwie auch so Albträume und bekomme das halt nicht so in meinen Kopf rein, weil es halt, vor 3 Wochen war es noch klar, so wie mein Leben so weitergeht. Halt mit Kind und mit Frau und mit Wohnung. Ach so, das ist so nah dran. Das ist vor 3 Wochen erst. Wann ist diese Trennung jetzt vollzogen worden? Ja, also... Vor einer Woche oder was? Wenn du so willst, genau, so vor einer Woche war es wirklich dann definitiv. Ja. Und vorher war das... Ja, das, ich verstehe es halt nicht so genau, warum... Ist sie in deinem Alter ungefähr? Ja, genau. Ja. Also wie das von heute auf morgen einfach so kommen kann, weißt du, das ist... Hat sie denn versucht, zumindest unternommen, es dir zu erklären, was da in ihr vorgeht im Moment? Nee, nicht. Das ist es. Sie will nicht drüber reden und sie lässt mich halt damit so auch alleine mit dem Thema. Auch. Also sie macht zu? Genau, also komplett, und ich komme da nicht ran. Wie ist denn der Kontakt im Moment? Kann man noch telefonieren oder das auch nicht mehr? Nee, das auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Und das ist halt, wenn... Das heißt, du weißt, da ist eine Freundin, mit der du eine intensive Zeit hattest, wenn auch eine kurze, die ist schwanger von dir und die wird jetzt in den nächsten Wochen abtreiben. Genau. Dein Kind wird sie abtreiben. Genau, und das ist
also ich habe mir das mal durchgelesen, was da so passiert, und da bin ich wirklich fast durchgedreht, als ich das gelesen habe, weil ja, das ist ja irgendwo mein Kind, aber das ist es macht so ohnmächtig, nichts machen zu können. Also dass du so vor veränderte Tatsachen gestellt wirst und das. Es ist alles, wie es ist. Dennoch will ich mal ein paar Schritte zurückgehen. Wieso hast du nicht verhütet, wenn es doch eine so kurze Beziehung erst war? Doch, das haben wir, aber es ist halt ja so der klassische Fall, was, ich sage es jetzt mal so, daneben gegangen, was halt so nicht sein sollte. Und was heißt das? Das Kondom ist geplatzt oder was? Ja, genau. Und das stimmt das? Du sagst das jetzt so lapidar, ja, genau. Nein, also was heißt geplatzt? Also es ist nicht so geplatzt, also es ist so ein bisschen runtergerutscht und naja, wir waren uns halt nicht wirklich sicher, ist jetzt was daneben gegangen oder nicht, und wir sind halt davon ausgegangen, dass nicht. Weil es halt auch so unmittelbar vor der Regel war und da sagt man ja, eigentlich kann nicht so viel passieren. Dachte ich zumindest bis dahin. Hätte man ja was unternehmen können, aber okay. Ihr habt das dann so auf euch zukommen lassen. Genau. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz blöde Situation für dich, weil deine Hände sind ja quasi gebunden. Ja, also ich kann halt nichts machen, und wenn ich halt versuche, mit ihr zu sprechen, blockt sie ab und sagt halt, dass ich sie irgendwie unter Druck setze und dass ich sie in Ruhe lassen soll und dass das alles vorbei ist. Und ich habe halt nachdem die Albträume davon, und da kann ich irgendwie ziemlich schlecht einschlafen. Und ich vermute mal, dass es ihr auch nicht gut geht im Moment. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Gibt es irgendwie Überschneidungen im Bekanntenkreis? Also kannst du mit jemand anderem über sie und über die Lage sprechen, oder gibt es da niemanden? Also ich kann es wohl erzählen, aber es ist nicht wirklich jemand dabei, der das so nachvollziehen kann. Ich meine, der sie auch kennt, dass du von ihr über eine dritte Person Informationen bekommst, das gibt's gar nicht. Nee, eigentlich nicht, weil sie das, also ich habe es halt versucht. Ja. Aber dann hat sie mich halt angeschrien und gesagt, so, dass das halt nicht geht und dass ich halt die Familie dauern lassen soll und sowas. Insofern habe ich da halt auch keine Möglichkeit da irgendwie. Das heißt, wenn sie nicht schwanger geworden wäre, würdet ihr wahrscheinlich jetzt zusammen wohnen? Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Klar. Und wenn man so frisch zusammen ist, kann man den Menschen gar nicht einschätzen. Das konntest du ja auch gar nicht ahnen, dass sie so. Ihr habt wahrscheinlich auch gar nicht über Kinder gesprochen, ne? Nein. Nee, natürlich nicht mehr so. Nach so einer kurzen Zeit auf gar keinen Fall. Tja, und das ist halt so das Problem, weil es oftmals ja so ist, dass die Frau dann Probleme hat, weil der Mann es nicht akzeptiert. Aber dass es halt andersrum ist, das ist halt, glaube ich, nicht so oft, und dadurch kann einem halt auch nicht unbedingt, oder ja, kann einem keiner so wirklich einen Ratschlag geben, wie man damit umgehen soll. Das wollte ich gerade sagen. Ich bin jetzt auch ratlos, weil die Frau macht dicht, die sagt, ich will von dir nichts hören. Ich will nicht mal mit dir telefonieren, das ist meine Entscheidung. Ich will mit dir nichts zu tun haben, und was ich mit meinem Körper mache, ist meine Angelegenheit. Ja, genau. Da setzt dann der Einfluss des Mannes hundertprozentig aus. Da kannst du nichts machen. Da kannst du dich nur dem fügen und versuchen, mit diesen schlechten Gefühlen, die dich überkommen, in irgendeiner Weise zu Rande zu kommen. Sehr schwierig. Ja, und ich habe halt irgendwie, also mich halt informiert, wie das halt abläuft bei so einer Abtreibung, und ich sehe halt so diese Bilder vor mir, so wie das so geschieht, und davon träume ich nachts. Das ist nicht schön, ja. Das sind so Dinge, die ich nicht aus meinem Kopf bekomme, und dadurch, dass nicht drüber geredet wird, wird natürlich einem auch die Möglichkeit genommen, damit irgendwie fertig zu werden. Ich verstehe aber auch wiederum nicht, aber was nutzt es dir, das zu sagen, dass sie sich so abschottet, dass sie das nicht zumindest ein bisschen erklärt, oder du hängst ja völlig in der Luft, ne? Ja. Das ist ja auch nicht ansatzweise nachzuvollziehen, oder hast du hast doch wahrscheinlich auch irgendwelche Hypothesen, warum sie so reagiert, oder? Gar nicht, also ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich sie noch nicht so lange kenne. Und hast du einen besten Freund? Ja. Kannst du mit dem drüber reden? Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mit ihm halt drüber reden, und er hört mir auch zu, aber er kann da natürlich nichts dazu sagen, weil er halt auch sowas noch nie gehört hat, und dann. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber ich frage das deshalb, weil natürlich, da kann man nichts, man kann nichts Helfendes sagen in dem Moment. Aber es ist gut, wenn man einen Freund hat und wenn man einen Menschen hat, mit dem man einfach immer wieder auch darüber sprechen kann, weil das hilft einem, so eine Sache auch zu verarbeiten.
da würde ich auch an der Stelle einfach da auch nicht rücksichtsvoll sein und auf jeden Fall mit ihm dann auch darüber sprechen, wenn dir danach ist. Ja. Kann dir aber auch gerne nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Mhm. Das heißt, dann würdest du bitte auch warten, bis wir dich zurückrufen. Du legst auf und wir rufen dich dann gleich nochmal zurück. Okay. Lieber Tim, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, unser Thema morgen, das war's für heute. Unser Thema morgen heißt: Ich hasse diesen Ort. Möchte mit euch über Örtlichkeiten reden, die für euch das Grauen sind, weil ihr an diesen Orten mal irgendwann etwas sehr Schlimmes, etwas sehr Übles erlebt habt. Ihr könnt mailen oder ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1 sind wir dann wieder hier im Radio bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Ich wünsche euch